Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe heute einen Herbst-Tag für euch und den hat die Steffi vom Kanal Der Buchschnack sich selbst ausgedacht und es sind mal ein paar andere Fragen und deswegen wollte ich diesen Tag gerne machen und der heißt Bunter Herbst, bunte Fragen. Ich werde euch den Originaltag von Steffi mal unten in der Infobox verlinken und weil den auch schon einige Booktuber gemacht haben, möchte ich jetzt nur zwei taggen, wo ich glaube, dass sie noch nicht gemacht haben. Und zwar ist das einmal die Sarah von Alice im Bücherland und die Anka von Ankas Geblubber. Und weil es Fragen sind, die jetzt nicht nur sich um Bücher drehen, dachte ich, mir passt es eigentlich auch ganz gut, euch als Zuschauer zu taggen. Sucht euch einfach ein paar Fragen aus, die ihr unten in der Infobox beantwortet. Es ist auch so ein bisschen ein Tag, wo wir uns gegenseitig vielleicht ein bisschen kennenlernen können und das finde ich eigentlich ziemlich cool und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch mitmacht. Alle Fragen sind unten in der Infobox verlinkt. Alle Bücher, was jetzt nicht sehr viele sind, werde ich auch in der Infobox verlinken und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit Frage Nummer 1, mit der ich mich immer schwer tue bei diesen Herbst-Tags, weil die eigentlich in jedem Herbst-Tag vorkommt und zwar zeige ein Buch mit einem herbstlichen Cover. Ich weiß nicht, warum ich mich damit immer so schwer tue, aber ich stolper jedes Mal wieder an dieser Frage. Spontan habe ich mich jetzt für dieses Buch entschieden, 4x4 von Arne Dahl. Einfach, weil ich dachte, so das Rot und so diese Stimmung von dieser kleinen Hütte passt eigentlich ganz gut in den Herbst. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das Buch spielt jetzt nicht direkt im Herbst, zumindest wird das nicht thematisiert, aber ich glaube, so vom Cover her passt es ganz gut. Und das ist auch ein Buch, was ich dieses Jahr erst gelesen habe und mir hat es ziemlich gut gefallen. Das ist der vierte Teil einer Buchreihe, deswegen möchte ich jetzt gar nicht auf den Inhalt eingehen, aber ja, es geht ja auch bei dieser Frage erstmal nur ums Cover. Frage Nummer 2 ist, zeige ein Buch, dessen Atmosphäre du besonders gemütlich findest. Und da habe ich mir jetzt ein Buch rausgesucht, was eigentlich ein Klassiker ist schon so ein bisschen, und zwar Harry Potter, hier stellvertretend und der Stein der Weisen, aber eigentlich kann man die ganze Reihe in die Kamera halten. Ich finde einfach, dass diese Bücher, auch wenn es ja natürlich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen gruselig, spannend, gefährlich sind, ist es trotzdem so eine komplette grundgemütliche Stimmung, gerade eben in Hogwarts, wenn ihr die Bücher gelesen habt oder auch die Filme geschaut habt, das ist einfach, ja, in ganz Hogwarts, man fühlt sich irgendwie als Leser selber dort zu Hause und deswegen, ja, ist es das Buch, was am besten zu dieser Frage passt. Dann sind wir bei Frage Nummer 3, die jetzt nichts mit Büchern zu tun hat, und zwar, was trinkst du im Herbst am liebsten? Bei mir ist das eigentlich immer Tee. Ich trinke prinzipiell das ganze Jahr über Tee, aber natürlich am liebsten im Herbst und im Winter, wo es halt auch wirklich kalt ist, wo man vielleicht auch ab und zu ein Kratzen im Hals hat und dann ist es bei mir wirklich Tee. Am liebsten eigentlich Früchtetee, also ich trinke prinzipiell alles, was mit Früchten zu tun hat. Am liebsten Apfel, ich habe aber noch keinen Apfeltee gefunden, der mich so richtig umhaut, außer diesen türkischen Apfeltee, der so in einem weißen Pulver ist, also den es wirklich in der Türkei gibt. Das ist wirklich der beste Apfeltee, den es überhaupt gibt. Ansonsten habe ich jetzt noch keinen gefunden. Mein aktueller Favorit ist Rote Grütze. Den gibt es im Rossmann. Ich weiß jetzt die Marke nicht so genau, aber der ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Dann Frage Nummer 4. Was isst du im Herbst am liebsten? Ich muss sagen, so vom allgemeinen Essverhalten ändert sich da bei mir jetzt nichts. Was ich aber im Herbst sehr, sehr gerne esse, ist einfach Lebkuchen. Ich bin wirklich jemand, sobald es Lebkuchen im Laden gibt und wenn das Ende August ist, dann habe ich mir mindestens eine Packung gekauft. Und am liebsten esse ich die Lebkuchen, die gefüllt sind. Das müsste eigentlich immer Aprikosenfüllung sein, dann mit Zartbitterschokolade. Das ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich könnte es wahrscheinlich auch das ganze Jahr über essen. Gibt es leider nicht, aber es fängt ja immer früher an gefühlt und wir können schon Ende August Lebkuchen kaufen bis Ende des Jahres. Also von daher haben wir doch genug Monate im Jahr, wo wir das essen können. Und ist glaube ich so das, was ich am liebsten im Herbst esse und vor allen Dingen nasche. Dann Nummer 5. Halloween steht vor der Tür. Zeige ein Buch mit einem gruseligen Setting. Ich habe mich hier jetzt für das Buch Schlüssel 17 von Mark Rabe entschieden. Generell kann man natürlich fast jeden Thriller wahrscheinlich in die Kamera halten oder besser noch Horrorromane. Da ich das jetzt aber nicht lese, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich direkt
eine gruselige Stimmung oder ein gruseliges Setting in irgendeinem Buch habe. Aber was ich jetzt oder was mich bewogen hat, Schlüssel 17 zu nehmen, ist, dass ich die Auffindesituation der Leiche in diesem Buch ziemlich gruselig finde. Und zwar ist es so, dass die Dompfarrerin im Dom ermordet wird. Und zwar hängt sie wie so ein Engel im Endeffekt in ihrem schwarzen Gewand oben in der Kuppel vom Berliner Dom und hat einen Schlüssel um den Hals, der die Zahl 17 trägt. Und ich finde, dass das, wenn man sich das jetzt einfach mal bildlich vorstellt, dass das schon ziemlich gruselig ist und dass es auch ein bisschen mysteriös ist, gerade auch mit diesem Schlüssel. Und deswegen habe ich mich jetzt für dieses Buch entschieden. Und auch, weil zu diesem Buch jetzt der dritte Teil bald rauskommt, am 2. November. Und zwar heißt er Die Hornisse und ich freue mich einfach riesig darauf. Und falls ihr auch diese Reihe kennt, falls ihr auch so begeistert wart von den ersten beiden Teilen und noch nicht wusstet, dass dieses Buch erscheint, dann wisst ihr es jetzt. Ich werde euch hier mal ganz kurz das Cover einblenden vom dritten Teil. Ich freue mich auf jeden Fall riesig und mal gucken, ob es da auch dann ein gruseliges Setting gibt. Dann sind wir bei Frage Nummer 6. Was ist dein liebster Film im Herbst? Ich muss sagen, ich bin ja generell nicht so der Filmegucker, von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, welcher jetzt mein liebster Film ist. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es Harry Potter. Einfach auch aus dem Grund, dass es eben so eine gemütliche Grundstimmung ist. Und weil die Filme eigentlich immer im Herbst im Fernsehen kommen. Also zumindest so ab, vielleicht ist es auch schon ein bisschen mehr Winter, also irgendwann auch so kurz vor Weihnachten kommen eigentlich alle Filme im Fernsehen. Und werden dann so innerhalb von 7 Wochen an den Samstagen irgendwie im Fernsehen gebracht. Und das finde ich immer ziemlich cool. Und ja, deswegen würde ich das jetzt als meinen liebsten Film im Herbst bezeichnen. Dann ist Frage 7, was ist deine liebste Serie im Herbst? Und ja, ich glaube auch, da ist es so, ich lege mich da nicht speziell fest, welche Serie gucke ich jetzt im Herbst, welche nicht. Allgemein ist es so, aktuell zum Beispiel gucke ich Grey's Anatomy. Das ist eine Serie, die geht eigentlich immer. Dann gucken wir aktuell Castle und was mir auch eingefallen ist, was ich eigentlich auch mal wieder gucken sollte, wäre Bones. Das heißt, wenn ich vielleicht mit Grey's Anatomy durch bin, wäre vielleicht Bones so meine Serie für den Herbst. Ansonsten kommen auch einige Sachen im Fernsehen jetzt im Herbst, die ich sehr gerne gucken möchte. Zum einen ist das The Voice. Das ist ja eigentlich, glaube ich, immer so Herbst rum. Dann kommt jetzt auch im Herbst nochmal eine neue Staffel von The Masked Singer. Das finde ich auch ziemlich cool. Und was ich auch unbedingt gucken muss, ab 4. November ist Hochzeit auf den ersten Blick. Das, glaube ich, kam letztes Jahr auch so im Herbst. Ich bin ein Riesenfan von dieser Show, auch wenn man sagen muss, manchmal ist es schon ein bisschen bescheuert. Also ich kann das super nachvollziehen, wenn das andere Leute nicht gucken. Aber ich liebe das und ja, ich glaube, das wären so die Serien, die ich auf jeden Fall gucken möchte, beziehungsweise die ich aktuell so auf dem Schirm habe. Dann achtens, welches ist deine liebste Kerze im Herbst und damit auch verbunden dann wahrscheinlich der liebste Duft? Da habe ich mir jetzt mal 2 rausgesucht. Der wirklich allerliebste ist eigentlich dieser hier, Spiced Pumpkin. Kann man das lesen? Von Party Light, den ich mal von meiner Schwiegermama bekommen habe. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das so wirklich nach Kürbis riecht. Also, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, Kürbis hat gar nicht so einen krassen Eigengeruch. Aber hier sind halt einiges an Gewürzen drin. Vanille, für mich riecht das auch so ein bisschen nach Gebäck einfach. Und ja, der ist so eine Duftbombe, also das ist wirklich so krass, wenn man den anmacht und der dann halt wirklich einmal komplett gepoolt ist, dann beduftet der unsere ganze Wohnung, wenn ich jetzt die Türen alle aufmachen würde. Wir haben 60 Quadratmeter, also ist jetzt auch nicht übermäßig viel, aber das ist wirklich eine mega Duftbombe. Und dann habe ich noch eine Kerze, die ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen habe und so heißt das Vanilla Creme Brûlée von Paloma Duftmanufaktur. Das ist diese hier, viel ist auch nicht mehr übrig. Und an sich ist es wirklich einfach nur Vanille, aber auch mit so ein bisschen gebacken halt, so von der Creme Brûlée, ja, aber zum Großteil nur Vanille, aber irgendwie auch nicht, also ich weiß nicht, nicht so reine, pure Vanille wie so ein Vanilleeis, sondern schon so ein bisschen cremiger und ja, ich bin ganz schlecht in Duftbeschreibungen, aber das sind eigentlich so meine liebsten Düfte, aber ich muss auch sagen, ich mache auch gerne einfach mal so einen Fruchtduft an. Also ich bin da jetzt auch nicht festgelegt, dass das jetzt wirklich ein passender Herbstduft sein muss. Dann sind wir bei Frage 9. Was machst du im Herbst am liebsten? Ich muss sagen, ich hasse den Herbst. Ich mag den Herbst eigentlich gar nicht.
Und das ist so der Grund, warum ich sage, aber was mache ich am liebsten eigentlich? Mich in meine Kuscheldecke packen, Heizung aufdrehen und lesen und einfach hoffen, dass es schnell vorbei ist. Ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Dann zehntens, welche Musik hörst du im Herbst am liebsten? Das passt auch dazu, dass ich überhaupt keinen Bock auf den Herbst habe. Ich höre dann wirklich einfach irgendwelche fröhliche Musik, irgendwelche Partymusik, wo man zu tanzen kann. Aktuell ist es auch so Vincent Weiss oder Mark Forster. Das sind dann einfach Bücher, die mir gute Laune machen, weil ich prinzipiell vom Wetter und vom Herbst einfach schlechte Laune kriege und deswegen höre ich dann Musik, die mir gute Laune macht. Frage Nummer 11. Welche Bücher möchtest du diesen Herbst noch lesen? Zum einen alle Bücher, die ich aktuell angefangen habe. Dann habe ich noch zwei Bücher auf dem Sub und ich möchte meinen Sub wieder auf Null bekommen. Das ist einmal Spektrum von Ethan Kors, das möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Und dann Die Knochennadel von Andreas Gruber. Sind jetzt beide, sagen wir mal, nicht so typisch Herbst, würde ich sagen. Sind eigentlich so zeitlose Thriller, also die jetzt in keinem bestimmten, bestimmten Jahreszeit spielen. Aber die möchte ich auf jeden Fall lesen. Und dann bin ich aktuell an der Linda Castillo-Reihe dran. Und zwar aktuell beim zweiten Band Blutige Stille. Und ich glaube, die passen wirklich ganz gut in den Herbst. Und da kann man auch sagen, die haben auch oft herbstliche Cover. Das würde vielleicht zu der ersten Frage ganz gut passen. Und genau, das ist vom Setting her auch ein bisschen Herbst. Also ja, ich glaube, das zweite Buch spielt jetzt so auch im Oktober rum. Möchte ich auf jeden Fall diesen Herbst weiterlesen, diese Reihe, weil ich bin unheimlich begeistert davon. Dann sind wir bei 12. Kürbissuppe oder Apfelkuchen. Ich glaube, ich würde mich immer für Apfelkuchen entscheiden. Einfach, ich bin jetzt nicht der größte Kürbisfan. Ich esse schon Kürbissuppe, ist ja durchaus lecker, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist bei mir dieser Hype um Kürbissuppe irgendwie nicht angekommen. Ich weiß auch nicht. Und ich bin auch, oder ich wäre wahrscheinlich auch viel zu faul, die selber zu machen. Wenn jetzt jemand für mich Kürbissuppe kocht, dann habe ich damit kein Problem. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich eher den Apfelkuchen nehmen, weil mir auch Backen tatsächlich mehr Spaß macht als Kochen. Genau. Und dann müssten wir schon bei der letzten Frage sein, auf welches Kleidungsstück freust du dich am meisten? Die meisten werden jetzt wahrscheinlich dicke Kuschelsocken sagen. Es ist bei mir aber so, dass ich die eigentlich gefühlt das ganze Jahr übertrage. Deswegen ist es bei mir eben nicht die, sind es bei mir nicht die Kuschelsocken. Ich habe mich jetzt entschieden für meinen Schal, den ihr vielleicht auf dem Thumbnail schon gesehen habt. Der ist eben innen drinne so schön weich und kuschelig. Und der ist halt auch ziemlich groß und dick. Das heißt, ich kann den im Zweifelsfall, wenn es kalt ist, auch so schön bis über die Nase ziehen. Und genau, der hält mich eigentlich immer ganz gut warm. Deswegen ist das, glaube ich, das Kleidungsstück, worauf ich mich am meisten freue und auch irgendwo auf meine Mütze. Ja, aber im Großen und Ganzen gehe ich eigentlich nicht so gerne raus im Herbst. Also ja, der Herbst ist für mich einfach so die Jahreszeit, die ich wirklich am wenigsten mag. Es ist mir zu kalt, es ist mir zu nass, es ist mir irgendwie zu düster. Ja, deswegen, ich hoffe einfach, dass der Herbst schnell vorbeigeht und meine erste Erkältung habe ich schon hinter mir. Das heißt, ich hoffe, ich werde für den Rest des Herbstes verschont damit. Und ja, das war es eigentlich zum Thema Herbst. Ich habe trotzdem die Fragen sehr gerne beantwortet, auch wenn ich eben den Herbst nicht so mag. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie das bei euch so ist. Welche Jahreszeit ist so eure liebste Jahreszeit? Ich höre ganz oft, dass ganz viele Leute den Herbst mögen. Also bei mir ist das wirklich so gar nicht. Ich kriege da auch wirklich richtig schlechte Laune, beziehungsweise, ich würde jetzt nicht so sagen Depressionen, also das nicht, aber ich bin dann schon so ein bisschen gedrückt einfach im Herbst. Das ist bei mir einfach so. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie das bei euch so ist. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Fragen auch unten in die Kommentare beantwortet oder euch zumindest ein, zwei raussucht und wir uns da so ein bisschen austauschen und uns gegenseitig kennenlernen. Ansonsten, falls ihr selber einen YouTube-Kanal habt, Lust habt, diesen Tag zu machen, dann macht den sehr gerne. Es würde Steffi sicher auch freuen, wenn wir den ein bisschen verbreiten. Und ich glaube, jetzt habe ich genug geblänkelt hinterher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen im Herbst und freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid. Ciao!